Quinctilius Varus, gib mir die Legionen zurück, soll Kaiser Augustus verzweifelt gerufen haben, als er vom Untergang der drei Legionen in Germanien erfuhr. Die römische Welt war geschockt. Die Varusschlacht. Jeder kennt sie. Der große Sieg der Germanen unter Arminius dem Cherusker über den römischen Feldherrn Varus im Teutoburger Wald gilt als der Anfang der deutschen Geschichte. Dies ist die Geschichte des Arminius dem Cheruskerfürsten, dem Freiheitskämpfer, dem Mann, der verhindert hat, dass Germanien und damit das heutige Deutschland ein Teil der römischen Welt geworden ist. Aber auch die Geschichte des Arminius, dem römischen Offizier. Von den Römern erzogen, in ihren Legionen dienend, lockte er das römische Heer in die tödliche Falle. Ein Mann im Aufeinanderprall zweier Welten. Ein Mann gespaltener Loyalitäten. Arminius, der Verräter? Und es ist die Geschichte des Varus. Der Senator und Feldherr, der dem Arminius vertraut und eine der katastrophalsten Niederlagen der römischen Geschichte zu verantworten hat. War er ein Versager oder nur der Sündenbock für eine verfehlte Politik? Dass es die Germanen gab, wussten sie selber noch nicht, bevor Julius Caesar auf der Bildfläche erschien. Ihm fielen, recht unangenehm, Völkerschaften auf, die immer wieder über den Rhein vorstießen und sich so nach Art, um salopp auszudrücken, von Supermarktdieben im reichen Gallien bedienten. Freunde der Vorwärtsverteidigung, die die Römer waren, stießen sie dann ihrerseits über den Fluss vor und versuchten, die germanischen Gebiete unter Kontrolle zu bringen. Unter Augustus, 15 vor Christus, besetzen die Römer das Alpengebiet und das heutige Süddeutschland und schieben damit auch von Süden her ihre Grenzen an das germanische Siedlungsgebiet heran. Der römische Schriftsteller Tacitus schreibt, die germanischen Völker wohnen nicht in Städten. Sie siedeln weit voneinander entfernt, wie gerade eine Quelle, ein Feld oder ein Weideplatz sie lockte. Germania capta, Germanien gepackt, besiegt. Das steht auf der Rückseite dieser Münze und daneben ist abgebildet, wie eine germanische Frau halbnackt trauernd am Boden sitzt und daneben ihr Mann gefesselt an einem Baumstamm mit erbeuteten germanischen Waffen, ein Siegesdenkmal. Zwar sollten diese Siege der Befriedung der Welt nun dienen, der Pax Romana, der Aufrechterhaltung der Ordnung, aber diese musste mit Waffen verteidigt werden. Die Widerspenstigten mussten gebrochen werden, niedergeworfen und das war umso ruhmvoller, je gefährlicher dieser Feind war. Die Germanen hatten hier ja einen ganz eigenen Ruf und über sie zu triumphieren war natürlich ein allerhöchstes Ziel. Tacitus bemerkt einmal spöttisch, man habe über die Germanen öfters Triumphe gefeiert, als man sie tatsächlich besiegt hatte. Drusus und Tiberius, die Stiefsöhne des Augustus, unternehmen siegreiche Feldzüge bis an die Elbe. Befestigte Lager entlang der Flusslinien sichern das Eroberte. Sie bilden Ausgangspunkte für weitere Feldzüge, die die Römer in den Sommermonaten weit nach Osten an die Weser, in das Siedlungsgebiet des Stammes der Cherusker führen. Die Lager sind zugleich erste Inseln der Romanisierung, der Ausbreitung römisch-mediterraner Kultur. Die Römer kamen als Eroberer und als Soldaten, aber in ihrem Gefolge hatten sie auch Zivilisten, hatten sie Frauen, Händler, Beamte. Und so kam es im Umfeld der Armee sehr bald zu vielfältigen kulturellen, wirtschaftlichen Kontakten zwischen den so gegensätzlichen Gesellschaften. Die überlegene Kultur der Römer hat eine hohe Anziehungskraft für die Germanen. Waffen, Schmuck, Metallgegenstände sind heiß begehrt. Doch bleibt der Austausch schwierig. Die Germanen sind Selbstversorger und produzieren nur wenig Überschüsse, die sie den Römern anbieten können. Geldwirtschaft ist nahezu unbekannt. So kommt es dann doch immer wieder zu Überfällen auf römische Landgüter und Siedlungen.
Die Römer hatten sich als großmütige Sieger gezeigt. Wir hatten Geschenke bekommen. Sie brachten Wein und Öl zu uns. Für unser Vieh und unsere Lebensmittel bezahlten sie angemessene Preise. Wir konnten Handel mit ihnen treiben. Unser Leben verbesserte sich. Ein Mann in barbarischer Tracht hält ein Kind einem auf dem Amtssessel sitzenden römischen Kaiser entgegen, der seinerseits die Hände ausstreckt, um es aufzunehmen. Was ist dargestellt? Es ist die Übergabe einer Geisel, zweifellos eines Fürstensohnes, an die Römer. Das war eine in der Antike häufig geübte Praxis. Bei Friedensschlüssen mussten Geiseln gestellt werden, um sicherzustellen, dass die Leute sich auch wirklich an ihre Abmachungen hielten. In der Zeit des Kaisers Augustus kam aber noch ein weiterer Aspekt hinzu. Diese Prinzen fremder Völker wurden in einer Schule auf dem Palatin in Rom zusammengefasst, erzogen im römischen Geist als römische Adlige und sie sollten dann später faktisch als Römer in ihren Völkern die Herrschaft übernehmen und gewährleisten, dass sie im Sinn der Römer herrschten. Es gibt starke Hinweise darauf, dass auch der kleine Arminius den Römern übergeben wurde, als ein Gaius Julius Arminius in Rom aufgewachsen ist und dass man auf ihn große Hoffnungen setzte, dass er dereinst dann im römischen Sinne agieren würde. Im Jahre 7 nach Christus ernennt Augustus einen neuen Statthalter für Germanien. Publius Quinctilius Varus. Er stammt aus einer alten patrizischen Familie und ist mit dem Kaiserhaus verschwägert. Varus hat seit Jahren Erfahrung in der Leitung von Provinzen gesammelt. Allerdings in ganz anderen Teilen des Weltreichs, in Nordafrika und in Syrien. In Palästina hatte er einen jüdischen Aufstand erfolgreich niedergeworfen. Militär und Krieg sind ihm also nicht fremd. Er scheint Augustus der passende Mann zu sein, um in den vermeintlich befriedeten neuen Provinzen in Germanien Ruhe und Ordnung zu schaffen, römisches Recht und römische Verwaltung einzuführen. Der griechische Schriftsteller Cassius Dio schreibt, die Barbaren passten sich ihrer Lebensweise an. Freilich hatten sie auch nicht die Sitten der Väter, ihre angeborene Wesensart, ihre unabhängige Lebensweise und die Macht ihrer Waffen vergessen. Solange sie also nur allmählich und auf behutsame Weise hierin umlernten, fiel ihnen der Wechsel in ihrer Lebensweise nicht schwer. Ja, sie fühlten die Veränderung nicht einmal. Varus jedoch ist kompromisslos. Sie änderten alles. Unsere Art zu leben, unsere Gesetze, einfach alles. Steuern nannten sie das. Ich, ein freier Bauer, soll zahlen für nichts? Natürlich schmeckte es ihnen nicht, dass wir auf Geheiß des Varus die Steuern antrieben. Wie alle hochentwickelten Staatswesen hatte auch das römische Imperium die unangenehme Eigenschaft, Steuern abzukassieren. Für die Germanen kam das ungewohnt. Sie hatten objektive Schwierigkeiten, mit ihren geringen Überschüssen jetzt den römischen Fiskus zu befriedigen. Und zudem war die Sache ehrenrührig für sie. Sie empfanden sich jetzt nicht mehr als Verbündete, als Gleichberechtigte, sondern als Untertanen. Aufbau und Unterhalt der römischen Verwaltung und Infrastruktur in Germanien verschlingen Unsummen. Zumindest einen Teil davon sollen die Germanen selbst dazu beisteuern. Das Dorf lag noch im Schlaf, als sie den Hügel herunterkamen. Mit Formalien haben die sich nicht lange aufgehalten. Offener Widerstand ist selten. Doch gehen die Römer oftmals mit übertriebener Härte und keinerlei Verständnis für die Situation der Germanen ans Werk. Alles haben sie uns genommen. Die Ernte ist vorüber und unsere Vorratshäuser sind leer. Wie sollen wir durch den Winter kommen? Harter Drill und ständige Einsatzbereitschaft der Berufssoldaten sichern die römische Herrschaft in Germanien. Der schwer bewaffnete Legionär kämpfte mit Schild, Speer und Schwert. Das sind seine Grundwaffen, die seine Fechttechnik bestimmen. Immer war der Schild vorne, um sich zu decken, aber er wurde auch aktiv im Kampf eingesetzt, um den Gegner zurückzustoßen, ihn zu behindern. Es war immer eine Kombination
von Schild- und Schwerteinsatz. Man stieß und dann kam das Schwert hauptsächlich im Stich gegen ihn. Guter! Fassung! Eiserne Disziplin ist das Rückgrat der römischen Armee. Zum Zeichen seiner Befehlsgewalt, aber auch zum praktischen Gebrauch, führt der Centurio daher eine kräftige Rute aus einem Rebstock mit sich. Ektum! 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 Um günstige Voraussetzungen zu schaffen, leitete man den Nahkampf mit dem Pilum, mit dem schweren Wurfspeer ein, einer Waffe mit hoher Durchschlagskraft, die salvenartig in die feindliche Schildmauer geschleudert wurde. Mit dieser! Recht und Ordnung sind wahre Leidenschaften der Römer. Und sie sind stolz darauf, diese Errungenschaften den Völkern zu vermitteln, die sie ihrem Machtbereich einverleiben. Varus ist ein Musterbeispiel dieser Leidenschaft. Mit Tatkraft und Energie will er binnen kurzer Zeit geordnete, überschaubare und disziplinierte Verhältnisse schaffen. Alles nur eine Frage der Zeit, hatte ich gedacht. Wenn Sie erstmal unseren Lebensstil richtig kennenlernen würden. Also, was für ein Vorteil es ist, nach Recht und Gesetz zu leben. Dann würden Sie Ihren Widerstand schon aufgeben. Nicht, dass jetzt Varus sich in all diese einzelnen Kleinigkeiten eingemischt hätte. Dazu hat er gar nicht die Zeit. Ihm kam es mehr auf die großen Linien an. Aber seine Beamten, die haben hier nun offensichtlich einen Übereifer an den Tag gelegt. Und sie waren es wohl in erster Linie, die den Namen Varus bei den Germanen verhasst machten. Die Römer brachten nur Leid über uns. Sie verachteten unsere heiligen Sitten und Gesetze. In alles mischten sie sich ein, taten so, als seien sie die Herren hier und wir ihre Sklaven. Dass die Römer von uns steuern wollten, ging auch mir zu weit. Aber das war kein Grund, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Über keinen Germanen vor der Völkerwanderungszeit, rund 250 Jahre später, ist so viel überliefert wie über Arminius. Freilich nur in Berichten römischer Autoren. Germanische Quellen fehlen völlig. Die Motive des Arminius bleiben unklar und geben Anlass zu Spekulationen. Erste militärische Erfahrungen macht Arminius als Anführer germanischer Hilfstruppen an der mittleren Donau, im heutigen Ungarn. Dort entfesseln einheimische Hilfstruppen einen Aufstand. Nach schweren Kämpfen sind die Römer siegreich. Stärken und Schwächen beider Seiten bleiben dem wachen Geist des Arminius sicher nicht verborgen. Nun führen ihn neue Aufgaben nach Germanien, in das Hauptquartier des Statthalters Varus. Arminius ist römischer Bürger. Er wird in den Ritterstand erhoben. Als Präfekt der Hilfsreiterei zählen Erkundungsritte bis tief nach Germanien hinein zu seinen Aufgaben. Er ist Auge und Ohr der römischen Besatzungsmacht. Varus lernt den jungen, ehrgeizigen Mann kennen und schätzen. Er hat so viel zu lernen über dieses feuchte, kalte Land voll dunkler Wälder. Werden seine Anweisungen befolgt? Wie ist die Stimmung unter den Germanen? Gibt es Streit unter ihnen? Als einer der Iren soll Arminius das Vertrauen der Germanen gewinnen und im römischen Sinn agieren. Als Informant und Ratgeber weiß sich Arminius bei Varus unentbehrlich zu machen. Doch was hat er in der römischen Welt noch zu erwarten? Höher kann er nicht steigen. Er wird immer ein, wenn auch geachteter, nützlicher, Handlanger und Vasall der Römer bleiben. Zu wenig für einen so ehrgeizigen und unruhigen Geist. Was immer in ihm vorgeht, welche Pläne in ihm reifen, perfekt spielt er bis zuletzt seine Rolle als treuer Diener Roms. Die Römer schätzten Arminius hoch ein. Und das trotz seiner Jugend. Sie taten das aufgrund der gesellschaftlichen Stellung, die er bei den Cheruskern einnahm und einnehmen würde nach dem Tod seines Vaters. Und sie taten es aufgrund seiner deutlich erkennbaren, hervorragenden Begabungen. Bei seinen germanischen Landsleuten war er geachtet, eben auch durch diese Führerqualitäten und durch die Kenntnisse und den Rang, den er sich in der römischen Armee
erworben hat. Als Arminius heimkehrt, wirkt er mit seiner römischen Erziehung und militärischen Ausbildung auf seine Landsleute wie ein Fremder. Wie ein Vollstrecker der Besatzungsmacht. Was führt ihn in die Siedlungen der Cherusker? Wahrscheinlich ist sein Vater Sigemer, ein Fürst der Cherusker, im Frühjahr des Jahres 9 gestorben. Kommt er, um sein Erbe anzutreten? Wird Arminius von seinem Stamm gerufen, den Platz seines Vaters einzunehmen? Er hat einen Plan. Dann kam Arminius. Er sah zwar aus wie ein Römer, als er in unser Dorf kam, aber geredet hat er wie einer von uns. Er war so voller Leidenschaft und Hass auf die Römer. Als letzter kam Arminius. In der Uniform eines römischen Präfekten. Der Plan war verdammt gefährlich, aber keiner wagte es, ihm zu widersprechen. Die wachsende Unzufriedenheit der Germanen hat den Boden bereitet. Arminius appelliert an ihren verletzten Stolz, ihren Freiheitswillen und Kampfgeist. Sind das aber auch seine eigenen Motive? Will Arminius vielleicht eine Machtposition erringen, wie es gerade ein anderer germanischer Fürst vorgemacht hat? In Böhmen nötigt Marbot an der Spitze seiner Markomannen selbst Rom Respekt ab. Kann Arminius ihn womöglich noch übertreffen? Die Gunst der Stunde ist sein wichtigstes Argument. Die Römer planen einen Feldzug gegen Marbot für das kommende Jahr. Sollte Marbot erst einmal besiegt sein, wäre es fast unmöglich, das römische Joch abzuschütteln. Am Anfang waren die Zweifler in der Mehrzahl. Viele glaubten nicht an einen Sieg. Sie befürchteten die grausame Rache der Römer, falls der Plan schiefgehen würde. Alle wollten sie mitmachen. Ich verstand das nicht. Wir hatten mit Tiberius und Rom Verträge geschlossen. Wir hatten Frieden gelobt. Auch Arminius hat keine Zeit zu verlieren. Nur wenn es ihm gelingt, die Stämme der Germanen im Geheimen miteinander zu verbünden und gemeinsam die Römer über den Rhein zurückzudrängen, kann ein Reich entstehen mit ihm an der Spitze. In königsgleicher Stellung, wie sie noch kein Germane besessen hat. Ich machte auch mit. Alle waren von dem Plan begeistert. Arminius hat es geschafft, alle Stämme miteinander zu vereinigen. Nur gemeinsam konnten wir es gegen die Römer schaffen. Die Vormarschroute der Römer ins rechtsrheinische Germanien verläuft entlang der Flusslinien. Schiffstransporte erleichtern Truppenbewegungen und die Versorgung. Der Weg zum Operationsgebiet des Sommers im Jahre 9 führt von Xanten am Rhein die Lippe entlang in den Weserraum. Große befestigte Lager wie in Haltern sichern die Verbindungen und dienen als Stützpunkte. In weit ausholender Bewegung über den Rhein und die Nordsee fährt eine römische Flotte von der Mündung her die Weser hinauf. An Bord Gepäck, schweres Gerät, Proviant und Luxusgüter. Eine unglaubliche logistische Leistung. Zeitgleich mit den Legionen, die die Lippe-Route entlang marschiert waren, trifft die Flotte im Operationsgebiet ein. Die römischen Legionäre waren nicht nur schwer bewaffnete Fußkämpfer. Sie sind auch Pioniere. Jeden Abend befestigen sie ihr Marschlager, schlagen Brücken, bauen Straßen. Eigentlich fühlten wir uns sicher. Routine dieser Feldzug. Eher ein Sommerlager. Und überhaupt. Patrouillendienste, Nachschub herbeischaffen, exerzieren. Fast schon ein bisschen langweilig, das Ganze. Die Armee des Varus besteht aus 3 Legionen und 9 Auxiliareinheiten. Germanischen Hilfstruppen zu Pferd und zu Fuß. Sie kommen aus Xanten, Neuss und Haltern. Eine Legion zählt etwa 5000 Mann schweres Fußvolk und 100 bis 200 Reiter. Doch wird die Sollstärke praktisch nie erreicht. Auch im Sommer des Jahres 9 bleiben Einheiten zur Bewachung der Garnisonen zurück. Weitere Truppen werden auf kleinere Lager und Wachtposten verteilt. Andere sichern die Verbindungswege und übernehmen Kurierdienste. Kranke und Beurlaubte fehlen.
Wahrscheinlich hat Varus 10.000 bis 12.000 Legionäre und 3.000 bis 4.000 Mann Hilfstruppen unter seinem Kommando. Insgesamt vielleicht 15.000 Kämpfer, darunter 1.200 bis 1.500 Reiter. Hinzu kommt eine unbekannte Zahl von Zivilisten. Der Sommer vergeht ohne Zwischenfälle. Das einzige Problem der Römer bleibt die Verpflegung. Fast alles muss über weite Strecken herangeschafft werden. Für die ausgefeilte Logistik der Römer jedoch Routine. Varus pflegt engen Kontakt mit der cheruskischen Führungsschicht. Dabei hält er es mit der alten römischen Devise Divide et Impera, teile und herrsche. Er macht Geschenke, verteilt Ehrungen und gewährt Vergünstigungen. Doch nicht gleichmäßig und an alle. Willkürlich erweist er bald diesem, bald jenem seine Gunst. So setzt er die germanische Elite in Konkurrenz zueinander. Ein zigfach erprobtes Mittel. Gegen Ende des Sommerlagers lädt Varus zum Abschiedsfest. Man trinkt und redet vertraut, ja freundschaftlich miteinander. Segestes, einer der Fürsten der Cherusker und Verwandter des Arminius, hat Varus und den Römern viel zu verdanken. Sein Sohn bekleidet das ebenso ehrenvolle wie einträgliche Amt eines Priesters am römischen Ubia-Altar in Köln. Er wartet einen günstigen Moment ab, um Varus zu warnen. Er erzählt Varus von dem geplanten Aufstand und dem Verrat seines Verwandten und Konkurrenten Arminius. Am Morgen nach dem Freundschaftsfest befand sich Varus nun so richtig dick im germanischen Nebel. Wem sollte er hier vertrauen? Er wird gewarnt, die Germanen schwärzen sich gegenseitig an. Offensichtlich wollen sie die Römer benutzen, um ihre eigenen Positionen innerhalb der Stammesverbände zu stärken, zu verteidigen, neue Positionen zu erringen. Insbesondere jetzt in diesem ganzen Wirrwarr der Gegensatz zwischen Arminius und Segestes. Segestes eigentlich ein Mann der Vergangenheit, ein Mann, der seine Stellung gefährdet sehen musste durch den jungen dynamischen Aufsteiger Arminius und der nun versuchte, indem er ihn schlecht macht, indem er ihn denunzierte, den eigenen Verwandten hier, sich an seine Position zu klammern. Da lag es nahe, dass Varus sich lieber an diesen viel vertrauenerweckenderen Arminius hielt, der unter römischem Einfluss aufgewachsen war, der in der römischen Armee erfolgreich gedient hatte, der wohl auch ein sehr gewinnendes Wesen hatte, der diese Karte ausspielte als der Hoffnungsträger einer römisch-germanischen Zukunft. Die Falle ist gestellt. Alles läuft nach Plan. Cassius Dio schreibt, da erhoben sich als erste einige entfernt von ihm wohnende Stämme, damit Varus, wenn er gegen diese zöge, auf dem Marsch leichter überrumpelt werden könne, da er ja durch Freundesland zu ziehen glaubte. Während Varus also aufbricht, um auf dem Rückweg in die Winterquartiere am Rhein diesen Aufstand quasi im Vorbeigehen niederzuschlagen, verlässt Arminius unter dem Vorwand, er wolle die cheruskischen Hilfstruppen mobilisieren, die römische Armee. Für immer. Ab jetzt steht er an der Spitze des germanischen Aufstandes. Seines Aufstandes. Wir sammelten uns am vereinbarten Ort. Von überall her kamen die Krieger zu dem Waldstück. Die Zeit war gekommen, um es den Römern heimzuzahlen. An einem Tag im Spätsommer verließen unsere Männer das Dorf. Jeder hatte seine Waffen dabei. Lange bevor wir die Römer sahen, konnten wir sie hören. Noch ahnten sie nichts von unserem Hinterhalt. Der Weg der Römer führt durch Wälder und Sümpfe. Sie können nur in der Breite marschieren, die die schmalste Stelle des Weges zulässt. Auf einer Länge von mindestens 15 Kilometern zieht sich der römische Heerwurm durch die endlosen Wälder Germaniens. Belastet von fast einem Zentner Waffen und Gepäck, stapfen die Legionäre durch das schwere Gelände. Die den Sommer über auf zahlreiche Nebenlager und Wachtposten verteilten Truppen werden zum Hauptlager beordert. Die Frachtschiffe nehmen Kurs Richtung Heimat. Sie erreichen ihr Ziel. Die meisten Sachen waren ja schon eingeschifft. Trotzdem hatten wir noch viel Gepäck. Der ganze Tross mit der Verpflegung. Sturm und Regen verhindern ein rasches Fortkommen.
Zudem besteht der Zug der Römer nicht nur aus Soldaten. Zivilisten, Frauen, sogar Kinder marschieren mit auf diesem Umweg in die Winterquartiere. Es sollte ihr Verhängnis werden. Wie Arminius es geschafft hatte, die Römer hierher zu bekommen, war mir ein Rätsel. Es war auf alle Fälle weit weg von der Route entlang der Lippe. Dann änderten wir die Route. Niemand wusste warum. Es hieß, es geht nach Norden. Da hätte es eine Rebellion gegeben. Die römische Marschsäule zieht sich immer weiter auseinander. Bald weiß niemand mehr, was ein paar Kilometer weiter vorn, ein paar Kilometer weiter hinten geschieht. Hohngelächter, der tief im Wald verborgenen Germanen empfängt die ahnungslosen Legionäre. Niedergemetzelte und ausgeraubte Kameraden liegen als grausige Warnung auf ihrem Weg regelrecht hindrapiert. Was hat sich hier nur abgespielt? Die Römer sollten es bereuen, jemals einen Fuß in unser Land gesetzt zu haben. Keiner sollte entkommen. Endlich Rache für die Niederlagen von früher. Rache für die vielen Toten. Rache für die Demütigungen, die wir über uns ergehen lassen mussten. Tote. Überall Tote. Wo sind die Kohorten? Wo bleibt Arminius mit seinen Hilfstruppen? Warum hat sie keiner gewarnt? Und wieder geht die Rechnung des Arminius auf. Ein unheimliches Gefühl lauernder, unsichtbarer Gefahr beschleicht die Römer. Es ist, als hätte der Wald Augen. Die Nerven der Legionäre sind zum Bersten gespannt. Was erwartet sie? Der Weg wurde schmal wie eine Gasse. Wir marschierten jetzt auch nicht mehr in sechster Formation, sondern so gut es ging in dem Gelände. Der Boden war tief und voller Matsch. Sie kamen nur langsam voran. Ihre Sachen waren vollgesogen. Das Gelände macht es unmöglich, ständig in Gefechtsformation zu marschieren. Alarme, Fehlalarme, der ständige Wechsel von der Marschkolonne zu kampfbereiter Konzentration ermüdet und zermürbt die Männer. In offener Feldschlacht waren sie unbesiegbar. Aber in unseren Wäldern hatten wir eine Chance. Im Unterholz bewegten wir uns in einigem Abstand, neben den Römern. Wir blieben unbemerkt. Die genaue Orts- und Geländekenntnis ist der Vorteil der Germanen. Zudem wird der Flankenschutz der Römer immer schwächer. Geduldig und konzentriert warten die Germanen auf den günstigsten Moment. Wir waren bereit zum Kampf und wir wollten kämpfen. Auf unsere Art. Aus der Deckung blitzschnell zuschlagen und bevor die Römer einen Gegenangriff machen können, ziehen wir uns zurück. Kleine Überfälle aus dem Hinterhalt. Wir wollten sie immer wieder aus unserer Deckung attackieren und ebenso schnell wieder verschwinden. Keine großen Gefechte, immer nur kleine Nadelstiche. Das war eine Falle. Die Initiative liegt ganz bei den Germanen. Sie können warten, angreifen, ausweichen, wann und wo es ihnen beliebt. Besonders heftig greifen sie die römischen Kentorionen an. Sie sind die taktischen Führer der Legionen und kämpfen an vorderster Front. Viele von ihnen fallen schon am ersten Tag. Darunter leidet schließlich auch die Kampfmoral der römischen Berufssoldaten. Der Centurio hat es zuerst erwischt. Er war sofort tot. Waffen und Schmuck der Römer, alles was irgendeinen Wert hat, sind zu verlockend, um sie liegen zu lassen. Während sich die einen noch mit den Römern schlagen, beginnen andere damit, die gefallenen Römer auszurauben. Die
Aussicht auf reiche Beute spricht sich rasend schnell unter den Germanen herum und lockt zusätzlich etliche Krieger in das Kampfgebiet. Cecidit bello Variano. Er ist im Krieg des Varus gefallen. Der Grabstein des römischen Kentaurionen Marcus Caelius ist das einzige zeitgenössische schriftliche Zeugnis, das die Varusschlacht hinterlassen hat. Ein Grabstein, der unmittelbar nach der Varusschlacht errichtet wurde. Er zeigt diesen Marcus Caelius und benennt genau die Einzelheiten seiner militärischen Identität. Er stammt aus Bononia, dem heutigen Bologna. Er gehörte der 18. Legion an, einer der drei Legionen, die in der Varusschlacht untergegangen sind, die 17., 18. und 19. Legion. Er wurde 53 Jahre alt und der Grabstein wurde eben von seinem Bruder errichtet. Natürlich liegen seine Gebeine nicht an der Stelle, wo der Stein gefunden wurde, nämlich in Xanten, Castra Vetera, römisches Legionslager, wahrscheinlich der Punkt, von dem aus Varus in sein Verhängnis aufgebrochen ist. Sie liegen im fernen Teutoburger Wald. Der Wald schien endlos. Der Centurio schickte dann Melder zum Befehlshaber. Keiner wusste, was wir tun sollten. Lager aufbauen, warten, weitermarschieren. Disziplin und Ordnung lösen sich zusehends auf. Panik macht sich breit. Am nächsten Morgen ordnen sich die Römer neu. Sie verbrennen ihre Wagen, lassen alles Entbehrliche zurück und arbeiten sich in ständiger Kampfbereitschaft weiter Richtung Westen vor. Villeius Paterculus, römischer Offizier und Zeitgenosse, der wohl auch Arminius persönlich kennt, schreibt: Pfeil, Wurfspieße, sogar auch die Schilde waren, da alles völlig durchnässt war, kaum zu benutzen. Die Feinde dagegen, die größtenteils leicht bewaffnet waren und ohne Gefahr die Möglichkeit zum Angriff und Rückzug hatten, traf das weniger. Moral und Tapferkeit der römischen Truppen stehen für ihn außer Frage. Aus unseren selbstgebauten Deckungen schleuderten wir unsere Speere. Jeder von uns warf zwei oder drei auf die vorüberziehenden Römer. Danach stürmten wir hinunter. Bevor die Römer sich umdrehen konnten, hatten wir sie schon in der Falle. Sie hatten keine Chance. Es war ein Albtraum. Ohne Vorwarnung flogen die Speere aus dem Dickicht. Wir hatten nicht mehr Zeit, die Schilde hochzunehmen. Aus dem Nichts tauchten sie auf. Und wie sie gekommen waren, so verschwanden sie auch plötzlich wieder. Die Rechnung des Arminius geht auf. Der sich abzeichnende Sieg eint die germanischen Führer. Arminius ist der strahlende Held. Wer will sich ihm widersetzen? Jeder Angriff bringt den Römern bittere Verluste. Jede Stunde führt frische Germanenkrieger heran. Doch noch sind die Römer nicht völlig besiegt. Im Nahkampf, Mann gegen Mann, macht sich die gute Kondition, das jahrelange Training und die überlegene Bewaffnung der Legionäre deutlich bemerkbar. Die Römer reagierten auf die ständigen Angriffe der Germanen, indem sie sich an den bedrohten Punkten zusammenschlossen, versuchten eine feste Front zu bilden, die Stärke ihrer disziplinierten Taktik auszuspielen. Aber in dem Moment, wo es soweit war, zogen sich die Germanen wieder zurück. Auch die Germanen haben Verluste. Doch können sich die meisten ihrer Verwundeten retten, während die der Römer abgeschlachtet werden. Es war hart, unsere Verwundeten so zurückzulassen. Für sie war das der sichere Tod. Doch nur so hatten wir eine Chance. Weg von hier. Raus aus diesem Wald. Vom Tross war gar nichts mehr übrig. Die Römer waren viel weniger geworden. Viele tote Legionäre lagen auf dem Weg im Matsch. Die Lage der Römer ist hoffnungslos. Hilfe ist nicht zu erwarten. Im Gegenteil.
Die römische Reiterei flieht in Richtung Westen, wird jedoch abgefangen und bis auf den letzten Mann niedergemacht. Für Velleius Paterculus ist der Schuldige ausgemacht. Er schreibt: Der Heerführer hatte mehr Mut zu sterben als zu kämpfen und tötete sich selbst, dem Beispiel seines Vaters und Großvaters folgend. Der Selbstmord des Varus entsprach dem römischen Ehrenkodex. Er hatte eine der fürchterlichsten Niederlagen in der Geschichte des Imperiums zu verantworten und er wollte zweifellos einem heimtückischen und grausamen Gegner nicht lebendig in die Hände fallen. So wählte er den ehrenvollen Tod durch das eigene Schwert. Selbst wenn es ihm gelänge zu entkommen, nach Rom kann Varus nicht zurück. Ihm allein wird man die Schuld an dem Desaster geben. Ich sollte mit meinen Männern einen Wall errichten. Das war an der engsten Stelle zwischen Moor und Gebirge. Wir wussten nicht, wann die Römer kommen würden und wir wussten nicht, wie viele es sein würden. Ausgrabungen der vergangenen Jahre scheinen das Rätsel um die Schlacht zu lösen. In Kalkriese sind Reste einer germanischen Wallanlage entdeckt worden, von der aus die vorbeiziehenden Römer heftig attackiert wurden. Bald danach kamen wir auf ein freies Feld. Endlich hatten wir diesen elenden Wald verlassen. Aber viele waren wir nicht mehr. Von dem Turm ab bei einem Blick über das Schlachtfeld des Varus und des Arminius, so quälte sich das Ganze hier von der Weser von Osten her kommen, den Wäldern entlang hier durch bis auf das Feld bei Kalkriese. Und die Befunde hier lassen vermuten, dass hier dann für viele das Ende kam. Die Germanen hatten in dem Engpass hier zwischen dem großen Moor und dem Wiengebirge eine Abfangstellung aufgebaut, der dann wohl viele zum Opfer gefallen sind. Kalkriese, nahe einer alten Heerstraße, die zum Rhein führt, ist wohl der Ort der letzten organisierten Gegenwehr der Legionen. Hier gehen die drei Legionsadler verloren. Das Gros der Römer wird bei Kalkriese niedergemetzelt oder muss sich ergeben. Versprengte Einheiten versuchen sich nach Westen an den rettenden Rhein durchzuschlagen. Und tatsächlich gelingt es einer Handvoll Männern, römische Lager zu erreichen. Sie bringen als Erste die Nachricht vom Untergang der drei Legionen. Da ergriff ich die Flucht. Ich warf mein Schild weg und stürzte Richtung Moor. Lieber ging ich hier unter, als mich von den Barbaren abschlachten zu lassen oder von ihnen gefangen genommen zu werden und danach gefoltert. Tagelang machen die Germanen Jagd auf letzte dahinziehende Römer. Nur kurz bleibt ihre Gegenwehr. Sie sind verwundet, demoralisiert, am Ende ihrer Kräfte. Wer sich ergibt, hat Chancen, mit dem Leben davonzukommen. Noch Jahre nach der Schlacht hören die Römer von Landsleuten, die als Sklaven bei den Germanen leben. Der Grund, warum in Kalkriese nur ganz wenige Großteile gefunden wurden, ist, dass nun systematische Plünderungen einsetzten. Wir gingen das große Schlachtfeld am Ende des Waldes ab und schauten nach, wer noch am Leben war. Die Verwundeten töteten wir. Wir nahmen ihnen alles ab, was irgendwie wertvoll war. Vor allem die Waffen, die Leichen, ließen wir liegen. Die verhassten Beamten, die im Namen des Varus Steuern eingetrieben und harte Strafen verhängt hatten, werden rituell hingerichtet. Ebenso die Offiziere, besonders wenn sie tapfer gekämpft hatten. Wir mussten sie töten. Das waren wir den Göttern schuldig. Je höher der Rang, desto schwerer die Folter. So will es das Gesetz.
Die Soldaten versuchten, den Leichnam des Varus zu verbrennen. Aber die Germanen fanden den halb verkohlten Körper und enthaupteten ihn. Arminius schickte den Kopf an Marbot. Ein Zeichen des Triumphes, der Stärke, eine Aufforderung zum Bündnis gegen Rom. Aber Marbot ließ sich nicht darauf ein, das Spiel seines Konkurrenten mitzumachen. Er sandte den Kopf weiter nach Rom zu Augustus in einer Mischung aus Schadenfreude und ostentativer Loyalität. Rom ist geschockt. Augustus trauert öffentlich. Der Glaube an die unbesiegbaren Legionen muss unbedingt erhalten bleiben. Schuld allein hat der kommandierende Feldherr Varus. Nachdem die Römer noch einige Jahre ihre Rachefeldzüge fortsetzten und ihr angeschlagenes militärisches Prestige wiederhergestellt hatten, kam Tiberius, mittlerweile Nachfolger des Augustus, zu dem Entschluss, diese Offensiven einzustellen und die römische Armee auf die Flusslinien Rhein-Donau zurückzunehmen. Damit überließ er die Germanen bewusst ihren inneren Zwistigkeiten. Es war eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Es ist der Beginn des Defensivdenkens, des Limes-Denkens, mit dem die Römer ihre über Jahrhunderte gemachten Eroberungen bewahren wollten. Eine Strategie, die letztlich über zwei Jahrhunderte hinweg recht gut funktionieren sollte. Das Bild des Arminius, den Tacitus den unbezweifelbaren Befreier Germaniens genannt hat, bleibt auch im Sieg schillernd. Sein Ehrgeiz ist maßlos, so scheint es, und bedroht die germanische Freiheit. Das Bündnis der Germanen zerfällt. Er verstrickt sich in Kämpfe mit dem Rivalen Marbot. Sein Kriegsglück bleibt schwankend. Dem cheruskischen Adel, seinen eigenen Verwandten, ist Arminius, der allzu Mächtige, ein Dorn im Auge. Er stirbt durch Mörderhand. Schon eine der ersten Ausgrabungskampagnen in Kalkriese brachte ein spektakuläres Objekt an das Tageslicht, nämlich die eiserne Helmmaske eines Reiters oder Offiziers. Heute noch steht diese suggestive, tragische Maske geradezu symbolisch für den Untergang der Legionen des Varus.